Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Cycle. Ja, ich war gerade noch am Forschen, weil wir ja weitermachen möchten. Und da kam aber ein Event. Das möchtet ihr mit Sicherheit auch sehen. Overhunting. There's no choice but to change our current approach so that hunting grounds can renew themselves with the ecological cycle. The decision is up to you, but nature doesn't bend to our wishful thinking. Ja, das sind sehr, sehr reale Szenarien und Probleme, die wir zur heutigen Zeit wirklich haben im Spiel abgebildet. Finde ich sehr cool. Allerdings macht es das Spiel nicht wirklich leichter. So, also Fleischproduktion. Wir können nicht mehr so viel jagen. Geht um 60% zurück und Fischproduktion im Sommer 80%. So, und das nehmen wir natürlich, weil, ja, Overhunting ist definitiv auf mittelfristig oder langfristig gesehen keine Option. Ich weiß ja nicht, wie lange wir hier auf der Oberfläche verweilen. Und auch selbst wenn wir später den Bunker haben, wollen wir uns auch irgendwie ernähren. Und wenn man wirklich drauf angewiesen ist, braucht man halt Fleisch. Ne? Ansonsten, ich weiß nicht, in welchen Mengen wir im Untergrund Getreide so anbauen können. Keine Ahnung, werden wir dann sehen. So, aber jetzt forsche ich weiter, bis wir wieder wirklich da sind, wo wir waren. Und dann spielen wir zusammen weiter. Dann sind wir endlich wieder so weit, wie wir vorher bei Tag 900 oder so waren. So, wir dürften jetzt da angekommen sein, wo wir hin wollten. Wir schauen kurz in den Development Tree, in die Forschung. Und wir sind bei Arboriculture. Und das ist abgeschlossen. Haben wir noch nicht gebaut. Jetzt können wir Äpfel pflanzen, also Apfelbäume. Und damit Äpfel ernten. So, und hier sind wir das letzte Mal angelangt. Bei Fieldwork, Conveyor System und so weiter. Und das werden wir jetzt erforschen. Und während das erforscht wird, seht ihr, bin ich schon ein bisschen weiter. Wir haben jetzt sogar schon Power Tools. Das klicken wir mal kurz. So, Develop Basic Machinery, Produce 30 Power Tools. Und das haben wir erledigt. So, das mit dem Bunker haben wir noch nicht getan. Das werden wir nämlich zusammentun. So, aber mal wieder kurze Roomtour oder Map-Tour, wie man immer auch das nennen möchte. So, ihr seht schon, massiv viele Lager und Kapazität. Da musste ich wieder ein bisschen runterschrauben. Ich habe es echt übertrieben mit manchen Sachen. Ihr seht schon, ne, auch Grundressourcen sind hier extrem am Anschlag. Aber naja, das wird irgendwann auch mal wieder runtergehen, bin ich mir ziemlich sicher. Wir haben hier Gemüsegärten, hier ist ein bisschen was an Getreide. Wir haben mittlerweile General Workshop, also die allgemeine Werkstatt. Und da werden jetzt Power Tools hergestellt. 4 pro Tag. Ich weiß gar nicht, wie viel wir benötigen auf der Weltkarte. Die Weltkarte, die zeige ich euch gleich noch. Tatsächlich braucht man hier keine. Ich muss schon mal gucken, wo die eingesetzt wurden, diese Power Tools. So, hier haben wir Tool Crates. Die hatten wir in den letzten Folgen noch nicht. War aber auch nicht wirklich viel Aufwand, einfach die allgemeine Werkstatt nochmal hinstellen und was anderes wählen. Also hier Supply braucht man für die Weltkarte. Und das hier hatten wir ja auch schon, das kennt ihr, die Konserven. So, dann haben wir hier eine Suppenküche, die ist nur für die Konserven, deswegen steht die abseits von den anderen. Und hier auch 3 Brennereien, die wollte ich, oder Distillerie, die wollte ich weg von den anderen Produktionsketten da oben, denn die produzieren Güter direkt für die Siedlung wie Bier, Medizin und Alkohol. Beziehungsweise Alkohol wird ja dann für Bier benutzt. Aber das wollte ich in einem extra Areal haben, abgegrenzt, damit ich weiß, wo was steht. So, hier ganz an der Ecke, weil hier nichts ist, was man verwenden könnte an Wind oder sonst was. Das Wartungsgebäude. Das könnte ich eigentlich mal voll besetzen mit Leuten, weil warum nicht? So, und hier den Communication Hub, das war vorher der Watchtower. Da habe ich einfach mal ein Upgrade gemacht. Was der jetzt besser kann, habe ich noch nicht gesehen. Naja, ist halt ein Communication Hub. Vielleicht kann man die Leute jetzt, die Scouts, weiterschicken. Dann unsere Siedlung. Mittlerweile recht groß. Ich muss hier eine zweite Krankenstation hinstellen. Ihr seht, hier ist Pub. Eine andere Krankenstation nochmal. Und der Watchtower. So, und hier auch nochmal, sonst hätte es nicht gereicht.
ist auch nicht der optimale Aufbau, muss man mit der Zeit auch erst herausfinden, wie man das am besten effizient baut. So, hier noch ein paar unnütze, wobei unnütz. Hier könnte noch Stein abgebaut werden, wenn man es braucht. Und wir sehen, wir brauchen sogar mehr Stein, als wir herstellen. Was ist das da oben? Weiß Sammer. Oha. Minus Water, minus Farm Efficiency und hier, Krankheitschance um 5%. Plus 5. Steht nichts vom Prozent. Egal. So, schrauben wir hier mal ein. Oh, schon wieder keine Arbeiter. Noch einen Arbeiter zuweisen, dass das mit dem Stein wieder besser wird. Ansonsten müssten wir überall überproduzieren ein bisschen. Ja, hier Holz und so weiter, Papier, seht ihr schon, muss ich nicht viel erklären. Hier auch nochmal einige Lager. Das gleiche haben wir hier unten. Und natürlich ein paar Minen. Mittlerweile brauche ich da zwei da unten. Dann die Suppenküchen für die ausgewogenen Mahlzeiten. Wenn wir hier mal schauen, steht alles auf regulär, außer Wasser. Das ist auf doppelt. Ich weiß nicht, ob wir das auf Dauer halten können. Im Moment geht's, weil ich über die Weltkarte viel beziehe. Wie gesagt, schauen wir uns gleich an. Die Moral sieht eigentlich auch sehr gut aus. So, und Power Tools waren die hier. Das ist deren... Oh, verdammt. Und ich... Für 4 Power Tools muss ich mehr herstellen. Ne, ich lasse es mal auf Low. Sind sehr teuer, die Teile. Behaupte ich jetzt einfach mal. Es sind wahrscheinlich gar nicht so teuer, ne? Komm, wir gucken nochmal kurz. Die brauchen 5 Kabel, einen Motor und 2 Stahl. Ist jetzt nicht allzu teuer. Wir gucken gleich mal, wie man überhaupt an Stahl kommt und so weiter. Aber wir sehen, es sind auch nur 14 Motoren verfügbar. Und wenn wir hier übers Rezept gehen, braucht der für 8 Stunden, kann der, also in 8 Stunden kann der 2 Power Tools herstellen, braucht dann aber auch einen Motor. Na, also 3 Motoren pro Tag. Weiß nicht, wie viel wir pro Tag herstellen. Also ist gar nicht so viel, was wir da ja, in der Produktion haben. Müsste man dann auch hochschrauben. Im Moment sieht das ziemlich mies aus. Ich bin immer noch blind. Ihr könnt mir das gerne unten in die Kommentare schreiben, so viel ich auch gelernt habe. Ich sehe hier immer noch nicht anscheinend, wie viele Häuser ich denn habe und ob alle besetzt sind. Ich muss dann immer hier manuell durchgehen, gucken, ob da noch irgendwo Platz ist. Das sieht nicht danach aus. Das heißt, wir müssten auch mal wieder ein paar Häuser bauen. Schon wieder. Damit wir auch werden Leute aufnehmen können, sonst das Ganze keinen Sinn und diese Gebäude sind schon außerhalb des Pubs. Das ist mies. Das heißt, ich müsste 2 Pubs eigentlich sogar bauen. Alles gar nicht so einfach. Komm, dann lass uns das mal kurz schnell machen und dann geht's weiter mit der Tagesschau. Infirmary habe ich hier eine stehen, ne? Die deckt das hier ab und diese 3 Gebäude bekäme ich nie abgedeckt, wenn ich hier oben noch was baue. Ist jetzt halt mies, ne? Weiß nicht, wie viele Gebäude die alle abdecken. Kann ich das einfach mal... Nein, kann ich nicht. Das wäre halt schön, ne? Dass man hier mal kurz abschalten kann, damit man sieht, welche Gebäude denn wirklich alle abgedeckt sind. Damit man hier nicht raten muss. So, also hier die Gebäude erreiche ich nicht mehr und dieses da auf der rechten Seite auch nicht. Erreiche ich die hier oben noch? Nein, tue ich nicht. Also habe ich ein Problem und das hier ist unsere Stadthalle. Da kann ich schlecht was hinstellen und dieses Gebäude ist 4 breit. So, Quadrat. Könnte ich hier auch nicht hinstellen, es sei denn, ich könnte hier die Straße abreißen. Mache ich auch, glaube ich. Müssen trotzdem 2 Häuser drunter leiden. Aber ich sehe gerade keinen anderen Weg. So, wir gehen mal hin und sagen hier Act 2 Residence. So, stellen hier 4 Stück hin, würde ich sagen. So, dann hier die Straße weg damit und hier auch. Und diese beiden Gebäude leider. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich muss hier umbauen, weil ich nicht sehr klug gebaut habe oder... Naja, wir haben halt keine Erfahrung gehabt, ne? So. Klingt besser, als wir hatten keine Ahnung. Die hier würde ich dann auch wegnehmen und dann schauen wir mal, wie sich das macht. Pub, wie gesagt, müssten wir dann eigentlich auch, ja, oder hier irgendwo platzieren. Wahrscheinlich wäre hier irgendwo der bessere Platz gewesen für beides. Na, war jetzt blöd, ne?
Kurzschlussreaktion. Komm, wir machen das direkt richtig. Wir bauen. Ja, komm. Tut mir leid, Leute. Ihr müsst da jetzt durch. Ich würde die hier platzieren. Infirmary, die reiße ich dafür ab. Jetzt haben wir kurz Malus. Kennt ihr den Malus? Ich auch. Ja, das möchte ich bauen. So, okay. Dann das Pub müssten wir eigentlich auch irgendwo da unterbringen. So, Utilities. Pub. Weil wir ja schon zwei brauchen, ne? Das heißt, auch wieder zwei weg. Oh weh, die meckern gleich bestimmt alle. Hier die Straße auch weg. Oh weh. So, Pub. Hoffentlich geht das nicht nach hinten los, was ich hier mache. Aber auch vorher nicht gespeichert, ne? Wäre vielleicht ganz klug gewesen. So, da kann ich die Straße jetzt wieder bis hierhin bauen. Würde das hier, würde abgerissen werden. Hier, wie gesagt, Main Hall geht nicht. So, komm, wir lassen das erstmal fertig bauen, dann schauen wir weiter. A group of travelers, ihr seid willkommen. Akzeptieren, neue Arbeiter. Können wir immer gebrauchen. Und das nächste Event. Metal Wains. Chief, with one bold new initiative, we can bring tremendous power to our entire infrastructure. We have access to plenty of resources, but we need more advanced production facilities to process them at higher yields. Such advanced structures could work more autonomously than what we can currently achieve, reducing the human component in production and generating much more processing power. We can achieve and even sustain this power by keeping the resources in a continuous flow through a network of conveyor belts spanning the city. In addition to the cost of developing such an infrastructure, we need to make sure we plan out the layout and logistics of the conveyor belts, including their power consumption, with utmost care. Ja, also, es geht Richtung Fließbänder. Wer hätte es gedacht? Jetzt lassen wir das aber erstmal. Wird jetzt erstmal fertiggestellt und dann bauen wir noch vier. Dann hoffe ich, ist der Fortschritt nicht zu schnell wieder. Nicht, dass wir uns da verrennen, aber wir haben ja auch einige Gebäude abreißen müssen. Machen wir so. Hier vielleicht noch ein. So, increase, was? Population to 350, 350. Haben wir auch geschafft. So, okay. Wir schauen mal kurz Overview. So, während das hier baut, ist sogar schon fertig. Das hier stellen wir fertig und dann machen wir weiter die Map-Tour. So, Pub und Infirmary. Reißen wir das Pub ab, lasst kurz schnell laufen und zack. So. Okay, und dann die nächste. Gucken wir auch wieder, dass die irgendwo hier endet, der Einflussbereich. Pub. Das würde bedeuten, wir würden das irgendwo hier hinstellen. Also haben wir das schon wieder blöde gebaut. Kommen nur die Hälfte zurück, das ist bitter. So, also. Das reiße ich mal kurz ab. Diese Gebäude hier sind wichtiger. Komme ich auch nicht alles abgedeckt, ne? Im Zweifel. So, hierhin. Diese reißen wir wieder ab, weil wir haben Spaß dran. So läuft das in unserem Land ja auch. Einfach mal probieren. Da wird nicht geplant vorher. Na, mit dem Unterschied, dass wir nicht planen können. Die können das. So, genug gemeckert. Einmal. Da oben brauche ich dann auch wieder einen Watchtower. Hier stehen schon zwei. Damit müssten diese Gebäude auch abgedeckt sein. Jawohl. So, aber die letzten. So, da oben fehlt dann, ne? Bräuchte ich hier nochmal eins und hier nochmal eins. So, dann müsste fast alles. Das hier kann ich abreißen, das ist zu weit weg vom Schuss. Den Rest bauen wir dann. Ja, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was noch alles kommt. Residence. Stellen die mal hier hin. Wenn wir sie neu bauen müssen, müssen wir sie halt neu bauen. Auf jeden Fall. Käme ich jetzt hier alles abgedeckt. Ja, dann baue ich hier noch welche. Residence. Mich wundert es gerade, warum haben diese Wohnhäuser, wie gesagt, auch. Warum kann ich die auch an Fließbänder anschließen? So, und hier sind wir schon an den Feldern angekommen, bei denen wir sagten, da kommen wir niemals hin.
Vielleicht hätten wir mehr in diese Richtung gebaut. Naja. Okay, so. Die Map-Tour geht weiter. Hier haben wir unsere Kleidung, die hier hergestellt wird. Ist gerade sehr knapp. Mit noch mehr Leuten wird es wahrscheinlich ein bisschen heftiger. Also, wobei, Storage ist full, deswegen geht's nicht. Also passt das. So. So, weit hier oben haben wir Friedhöfe, unsere Mine. Dann zwei Kraftwerke, wie man sehen kann, schon. Reicht 112 pro Tag und die brauchen jeweils 45 pro Tag. Also, ja, müsste irgendwann auch aufgerüstet werden. Fleisch. Mit Leder mache ich mir da irgendwann Sorgen, weil wir jetzt diese Einbußen haben, ne? Ah, naja. So, einige Hochöfen mehr jetzt, beziehungsweise schmelzen. Und hier passt irgendwas nicht. Tin Ore, Tin Ingot, Zinnbarren. Ah, weil das auch voll ist, oder? Das reicht doch dicke, was hier produziert wird. Das lassen wir einfach so, auch wenn da eine Warnung drüber ist. Ignorieren wir jetzt mal einfach gekonnt. Und hier ist die Effizienz eingeschränkt, weil ich hier den Pfad vergessen habe. Hui, 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 hui. Das war pfui. So. Was können wir sonst noch zeigen? Ja, ansonsten, das hier habt ihr schon gesehen, die Suppenküchen etc. pp. Hier die Brennöfen, die laufen auch alle gut. Die meisten sind schon mit Leuten bestückt. Hier müssen wir bald Zement herstellen. Ansonsten, ja, seht, da ist eigentlich alles relativ stabil. Hier haben wir schon das erweiterte Gebäude, nicht mehr die Tech 1 Variante. Und die produzieren deutlich schneller. Hier wird Stahl hergestellt, das wird aus Eisenbarren, Kohle und, ja, gemacht. So, hier sind es Bronze-Ingots, Eisen-Ingots, Kabel. Hier Clay. So, das war die Roomtour. Jetzt die Scouts, die haben wieder was gefunden. Das müssen wir ja auch noch zeigen. Jetzt gehen wir auf die Weltkarte. So, und wie ihr seht, habe ich hier in einigen Regionen jetzt. Übrigens, was mir auch aufgefallen ist, was ich vorher nicht wusste. Ich jetzt die Workforce hier wegnehmen. Schaut mal. Wird trotzdem Wasser und Kupfer wird, ja, hergestellt bzw. geschöpft. Und bei Strukturen habe ich da einfach nur die Straße, natürlich einen Brunnen und die Mine gebaut. Und trotz, dass ich hier keine Leute einstelle, wird schon ein bisschen was produziert, allerdings nur sehr wenig, ne, weil, ja, fehlen halt die Arbeiter, aber immerhin, man bekommt ein bisschen Wasser und Kupfer, wenn man hier entsprechend die Leute hier auch einsetzt, dann gibt es auch mehr. Tool Supply weiß ich noch nicht, wie ich das liefern kann, wahrscheinlich liefere ich einfach zu wenig, ansonsten müsste das auch nach oben gehen. Not available. Andere liefere ich, aber Tools, das habe ich schon gesehen. Weiß nicht, ob das automatisch geschieht. Ich habe halt hier keinen Regler für, ne? So, wie dem auch sei, man sieht, man bekommt hier einiges, ne? Fleisch, Holz, Wasser, Eisen, Erz. Also es geht schon ab. Also man sollte durchaus die Sachen hier nutzen, die man hier nutzen kann. Hier würde ich auch noch ein paar Leute einsetzen und schon, ja, haben wir hier wieder weniger Leute. Die könnten wir jetzt natürlich bei uns dann auch einsparen. Ne? Ihr seht, wir haben hier das Doppelte. Kann man sich dann aber auch sparen, wenn man das nicht machen möchte. Ein bisschen was abziehen von den Leuten. Kupfer weiß ich jetzt gar nicht. 211. Muss man auch nicht übertreiben. Allerdings beeinflusst das indirekt immer mehr Ressourcen. Da muss man drauf aufpassen. Und Wasser, ja. Aber im Moment läuft alles sehr gut. Wie gesagt, habe ja angefangen, überall diese Gebäude zu bauen, damit wir auch überall diese positiven Effekte mitnehmen können. Ist halt sehr, sehr nützlich. So, hier ist unsere Stadt New Safe Hope. Die habe ich eben umbenannt gehabt noch, weil es ja ein neues Safe Game ist. Wie gesagt, das andere hat ja nicht mehr geladen. So, und Struktur muss ich jetzt halt überall gucken, ob da wirklich alle gebaut sind. Die wollte ich alle ausbauen. Mine, Straße, hier ist es auch schon gemacht. Hier ist noch nicht alles erforscht. Deswegen kann ich das hier nicht tun. So, hier schicken wir unsere Scouts weiter und hier auch. Straße, Jäger, Mine, gib ihm. Kosten natürlich alles Konserven, da müssen wir dann nachlegen. Watchtower,
habe ich abgeschaltet, weil ich zu viel Migration ist halt hier im Spiel nicht so toll, denn ja, wenn wir zu schnell wachsen, können wir das Ganze nicht steuern. Man könnte ja immer noch ablehnen, wenn man möchte. Ich weiß nicht, ob das Einfluss hat, habe ich noch nicht probiert. Da wir hier aber nicht in einer realen Real-Life-Situation sind und es da nicht um wirklich Menschenleben geht, können wir dann hier halt auch steuern, ne? Habe ich dann auch im Spiel kein Problem mit. So, Foreign Merchant. Hier will jemand handeln, aber ich möchte nicht handeln. Das passt. Later. So. Hier ist wieder ein Objective, das wir erreicht haben. Errungenschaft. You've reached the final task of this version. After the stage you can continue to play and experience advanced mechanics such as the train station, building train networks between regions, all buildings with conveyor belt integration and the empty vault of the final sanctuary. Oh, die ist leer. Was kommt dann noch? Okay. Aber wir haben es schon weit geschafft. Schaut mal. Wobei das natürlich noch ein bisschen was an Arbeit wird. Habe ich die Befürchtung oder hoffe es doch. Sagen wir es so. Hier können wir noch Öl. Und Mining. Oh. Das könnten wir einsetzen, wenn uns die Ressourcen nicht mehr reichen. Beim Abbauen. Und das erforschen wir auch schon mal als, ja, als Absicherung. Und hier über die Overview Reports, wie gesagt, gehe ich mittlerweile immer am liebsten drüber. Schau mir das Vorjahresbalance an oder auch was ich hier eingebüßt habe. Allerdings muss man das immer in Relation vorne auch mit dem Lager sehen. Ne? Wenn das halt voll ist, dann klar hat man Minus, aber wenn der hier, weil ich die maximal die Kapazität runtergesetzt hatte, ne, seht ihr schon, dann kann natürlich hier nur Minus sein. Ansonsten, ja, sieht das eigentlich sehr gut aus. Glas könnte vielleicht, schauen wir uns genauer, aber hier beim Daily Output an. So, voll, voll, brauchen wir nicht zu beachten. Stein haben wir gerade erst nachgelegt, müssen wir gucken. Leder, das war meine Befürchtung. Also Stein, Leder und Bier müssen wir ein bisschen hochschrauben. Der Rest ist alles noch gut. Habe ich es gelesen, schon wieder vergessen. Leder und Bier. So, Bier sollte kein Problem sein. Da können wir sagen, zack, erhöhen. Schauen dann, ob die Grundressourcen dann noch reichen. Leder wird schon schwieriger, denn ihr seht, hier habe ich ein Camp. Und der produziert wahrscheinlich, weil das Lager voll ist, ne? Ist noch nicht voll. Allerdings, das ist jetzt halt mies, ne? Ihr seht, Fleisch ist voll. Da sind wir deutlich drüber, hatte ich abgeschaltet, weil sich sonst die Lager viel zu stark füllen. Das Problem jetzt ist, dann wird auch nicht mehr nach Leder gejagt. Dann bekomme ich kein Leder mehr rein. So, aber Leder könnte man auch einfach runterschrauben. Vielleicht hat sich das dann auch ja, erledigt, weil wir eine zu starke Überproduktion hatten. Deswegen ist da ein Minus zu verzeichnen. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Also schrauben wir das auch einfach mal auf 6000 runter. Das ist craftable Leder. So. Denn ich habe irgendwann gemerkt, es bringt einfach nichts, weil irgendwo muss man halt Schlussstrich ziehen. Sonst bekommt man nicht mit, was hier abgeht oder überfüllt einfach die Lager. Das bringt's nicht. So. Okay, wir sind was Neues am Erforschen. Und hier hatten wir noch ein Gebäude, gerade eben freigeschaltet. Das war die Obstfarm, ne? Hier. So, und das. Okay, brauche ich da kein Fertility für? Okay, das kann ich bauen, wo ich möchte. Das hätte ich jetzt anders erwartet. Dann bauen wir doch einfach mal zwei von. Wo stehen die Gebäude? So, da vorne ist der Eingang. Also würde ich, glaube ich, hier das Ganze so setzen, dass ich hier noch einen Pfad habe. Kann ich hier da unten lang führen? So, okay. Dann bin ich mal gespannt, wenn der fertiggestellt ist, was man damit alles anstellen kann. Im Moment, wie gesagt, sieht alles sehr gut aus. Kabel, ja, gerade wenn man es einfach gesagt hatte, ne? Das dann nicht mehr der Wahrheit entspricht. So, hochgeschraubt und schon sind wir schon wieder im Grünen. Einfach zwei Arbeiter mehr eingesetzt und schon läuft das wieder. Suppi.
Müssen wir nur gucken, ob die Kupferbarren noch reichen. Die scheinen auch eingependelt zu sein. 9 und 6 im Verbrauch, das passt. Und ja, davon haben wir sowieso genug. Also, man kann sagen, hier ist alles bestens. Oh, und ich sehe etwas. Ich habe gesagt, man muss auf die Weltkarte wegen Holz, ne? Scheint nicht der Fall zu sein, denn schaut mal. Was kann man denn da am Tag so produzieren? 9. Ist nicht viel, da braucht man wahrscheinlich einiges. Aber ja, man muss dann nicht alles abholzen, ne? Reached Max Storage Limit. Gut, das ist dann sowieso. Komm, dann machen wir ja auch Äpfel. Das sieht man aber auch. Sehr viel Wasser wird dafür verwendet. Das ist halt Problem. Pro Tag 25 Wasser. Ein Jahr im Spiel hat 36 Tage. Könnt ihr euch dann selber ausrechnen, was man da an Wasser braucht. Wenn man natürlich genug produzieren, sollte das egal sein. Aber ja. Hier haben wir ja 600 Wasserpuffer pro Tag. Da müssen wir ein paar Bäume anlegen für ein paar Apfelbäume. So, New Cycle 8. Dustwheel Forge Tech 3 Mine Factory. Ach du lieber, geht's hier ab. Recycling Facility. Das Spiel ist einfach nur geil. Ich sag's euch. Rediscovery of the Academy. Oha. Nein, wir kriegen Studis. We have reached a time that requires a lot of expertise. The craftsmen and workers are very good at their jobs. However, we need more advanced knowledge for mechanized production facilities and systems. Train a new class of workers who can take on this responsibility and put our infrastructures for autonomous mass production in their charge. For this purpose, the priority should be to build a vocational training center and train and graduate craftsmen as specialists. So, ich hoffe, dieses Studium läuft anders als hier in Deutschland. Sicherheit. So, Iron Ore Veins gefunden. Sehr schön. Wir gehen kurz auf die Karte und lassen unseren Scout das machen, was er am besten kann. Scouten. So, gehen wir hier in die Lowlands oder zuerst in die Islands. Komm, wir machen da oben weiter. Hier kann ich hier noch irgendwas bauen. Außer den Watchtower. Ach, die Musik, da haben sich einfach Props zu dem, der die Musik gemacht hat. Ganz ehrlich. Einfach top. Hat was. Kann ich mir den ganzen Tag anhören. Noch. Ich weiß nicht, wie lange das anhält. Irgendwann hat man halt bestimmt auch davon die Schnauze voll. Okay. So, das war im Prinzip alles neu aufgebaut und so weiter mit Erklärung und so fort. Bisschen Gameplay. Und ich würde sagen, damit die Folgen nicht wieder zu lange werden, machen wir hier Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Like, Subscribe, Comment. Ne, ihr kennt das Spiel. Bisschen Support zeigen, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, auch einen Daumen nach unten, damit ich Bescheid weiß. Oder am besten natürlich in die Kommentare schreiben. Wenn man nicht weiß, was man falsch macht, vielleicht labere ich zu schnell oder zu viel oder zu wenig, dann kann man sich auch nicht verbessern. Oder Ton, wie auch immer. Okay, dann sehe ich euch in der nächsten Folge. Tschüssikowski.